So, meine lieben Drachlinge, wir sind jetzt im Innern des Tempels angelangt. Wirklich schön hier. Hier oben war wohl der Vorsitzende von denen, also der Anführer von den Altelfen. Und hat uns dann, genau, hat seine Leute zurückgehalten, denn wir haben ja die Prüfungen gemacht, also diese ganzen Rätsel. Hätten wir diese Rätsel nicht gemacht und wären Samson gefolgt, hätten wir jetzt gegen die ganzen Elfen hier kämpfen müssen. Aber ich wollte so wenig Blut wie möglich vergießen. Außerdem respektiert man andere Kulturen. Ja, daraufhin ist dann der Entschuldigung. Daraufhin ist dann der Anführer der Elfen weggegangen zur Quelle, weil er sie versiegeln wollte oder sowas. Und Morrigan hat sich in einen Raben verwandelt und ist ihm hinterher geflogen. Ja, die Tür ist zu. Die wäre bestimmt aufgegangen, wenn wir jetzt hier die ganzen Elfen getötet hätten. Hätten wir uns bestimmt durch mehr Elfen kämpfen müssen. Und hier links ist, keine Ahnung, eine Person, die jetzt auf uns wartet. Hat ich hier gespeichert überhaupt? Wenn nicht, speichere ich nochmal. So. Okay, ich hatte wohl länger nicht mehr gespeichert. Upsi. Das soll unsere Führerin sein? Mithale Nast. Die kommt wie gerufen. Morrigan ist nämlich auf eigene Faust weiter. Sie will die Quelle der Trauer beschützen. Sie hat sich in einen Vogel verwandelt. Komm. Auch irgendwas ist. Wo sind es die Leute von Samson? Wir folgen ihr einfach. Bevor sie jetzt Sommer wird. Ah, der kämpft gegen die Templer. Dieser Ort sieht unberührt aus. Ich habe schon orlesianische Paläste gesehen, in denen es weniger Gold gab. Was haben die Altelfen hier gemacht? Womöglich ging es ihnen ja darum, in Besuchern ein Gefühl der Ehrfurcht zu wecken. Nun, das ist ihnen gelungen. Wir kommen nach. Wow, schick. Das was? Was ist okay. Gibt's noch andere Mosaike? Henschra, Gilas Velasan. Ich glaube, sie will, dass wir in ihrer Nähe bleiben. Wir sehen uns nur kurz um. Kursik-Einträge kann ich ja mitnehmen. Halt, Geld. Die führt uns hier unten rum. Ansonsten hätten wir hier rechts irgendwie uns durchkämpfen müssen.
Gibt's hier noch was? Nein. Sieht nicht so aus. Ach Mist, ich hätte Cole und Rose sein müssen. Na egal. Kriegen wir auch so irgendwie hin. Kommen wir jetzt weiter. Ach so, tief ist das Wasser nicht, okay. Mitnehmen. Wir zum Meer. Pack den Stab weg. Sirius? Pack den Stab weg. Die Altelfen schaffen das alleine. Cool. Dann helfen wir mal kurz. Gibt's hier noch irgendwas zum Gucken? Nee. Gut. Boah. Da haben wir schon einiges jetzt mitgenommen. Lassen wir jetzt da weiter. Weiß ich nicht. Schreiben. Und jetzt ist bloß nur so, damit wir plündern können. Danke. Rausgehen, Leute. Was ist denn jetzt? Wo müssen wir jetzt hin? Okay, wir waren schon richtig. Das ist zu. Oh je, das heißt.
Da geht's weiter. Und da ist Samson. Auf geht's in den Bosskampf. Samson. Kleine Samson. Wie viel haben wir denn? Oh, 10 Minuten gerade erstmal, okay. Quelle der Trauer. Ein Gemächt des Erbauers. So lebt Mythal fort. Es ist laut und verdammt kalt. Ach. Moment. So, bevor wir jetzt da reingehen, alle nochmal trinken. Ach, er hat keine. Oh, das kann von Anfang machen müssen. Ey. Mist. So. Aufgestockt. Das ist blöd, dass ich jetzt das hier überschrieben habe, aber egal. So sind wir jetzt besser gerüstet. Kämpft weiter! Eine Armee dieser Hunde kann uns nicht aufhalten! Wie gelangt ihr zur Quelle, General? Bastarde! Ihr seid marschiert, habt gekämpft und seid immer noch bereit! Die Kirche weiß nicht, worauf sie verzichtet hat. Samson, Sir, Vorsicht! Inquisitor, ihr und dieses Elfenpack wisst einfach nicht, wann man aufhören muss. Ihr habt uns durch halb Thedas gejagt. Ich hätte wissen müssen, dass ihr uns auch in dieses Loch folgt. Sagen wir ihn. Ich sprach mit eurem Besänftigten, Maddox. Er hat sich für eure Sache geopfert. Ich sagte ihm, das soll er nicht. Dann starb er also als einer von uns. Als Gläubiger. Korypheus hat mich zweimal auserwählt. Zuerst als General und nun als Gefäß für die Quelle der Trauer. Wisst ihr, was in der Quelle ist? Weisheit. Jene Art von Weisheit, die eine Welt reinigen kann. Ich werde sie Korypheus gewähren, damit er das Nichts auch ohne euren ach so wertvollen Anker betreten kann. Welche Rolle spielt ihr dabei? Wieso seid ihr ein Gefäß? Womit leert man eine Quelle denn sonst? Ich werde ihre Macht zu Korypheus tragen. Eine weitere Aufgabe, die er mir anvertraut hat. Es hatte sein Gutes, dass ich mit Lyrium zwangsgefüttert wurde. Diese Rüstung macht mich zu einer lebenden Festung, geistig wie körperlich. Ich werde nicht ein Wort des Wissens dieser Quelle vergessen. Korypheus wird unbesiegbar sein. Sobald Korypheus derart mächtig ist, werdet ihr und eure Soldaten ihn nur bremsen. Ihr wagt es mir, das ins Gesicht zu sagen, nachdem ihr meine Männer abgeschlachtet habt? Ihr seid Korypheus nicht gewachsen. Selbst wenn ihr aus der Quelle trinkt, werdet ihr ihre Weisheit niemals beherrschen, wie er es kann. Das ist die Kraft, die die Kirche bändigen wollte. Aber wir leben in einer neuen Welt, mit einem neuen Gott. Also, Inquisitor, wie geht es jetzt weiter? Macht ist schön und gut, bis sie einem genommen wird. Was habt ihr getan?
Was habt ihr getan? Meine Rüstung. Zerstört. Das Lyrium. Ich brauche es. Tötet sie alle! Bosskampf. Ihr könnt euch nicht verwelgen! Oh, mein Name. Ihr seid ein Nicht! Wer ist das denn? Auch einer von den Elfen hilft uns. Dämisches Mistvieh. Warte mal. Da ist er. Haben wir hier schon angeschlagen? Ein bisschen, ja. Samson. Solus. Scheiße. Bitte. Schnell. Kann ich stehen hier? Eine rein pfeffern. Euch kein Berg retten. Auf mit deinen Attacken, die einen umschmeißen. Ihr werdet sterben! Hast du noch was? Ja. Warum nicht unbedingt?
Das hier. Wieso kannst du das nicht einsetzen, Solis? Trink den Scheißtrank und halt den Typ da fest. Helft mir! Euch Bastarden werde ich's zeigen! Solis? Jetzt. Ich hab leider nicht so viel Energie. Jetzt lauf! Achtet auf euren... Ich hasse das so sehr. Ihr könnt nicht entkommen! Ah, du blöder Penner, ey. Nein! Nein! Schnell. Nein! Dafür werdet ihr bezahlen! Quelle. Ihr könnt sie Korypheus nicht entreißen. Ihr dürft nicht. Er atmet noch. Beeindruckend. Wir bringen ihn zur Himmelsfeste und machen ihm den Prozess. Abelas! Ihr habt seine Abschiedsworte gehört, Inquisitor. Der Elf will die Quelle der Trauer zerstören. Dann ist das Heiligtum jetzt also geplündert. Ihr hättet die Quelle selbst zerstört, wenn ihr gekonnt hättet. Um sie vor euren gierigen Fingern zu bewahren. Es wäre immer noch besser, sie zu verlieren, als sie den Unwürdigen zu überlassen. Na, ihr würdet damit das Erbe eures Volkes in den Schatten verrotten lassen. Das machen wir im nächsten Part.